herzlich willkommen zu meinem 10. Video aus der Reihe Scratch-Cover Aufgabenstellungen. Hier geht es ähnlich wie in der 9. Aufgabe darum, dass Cover sich in Tunnels zurechtfindet, mit einem wichtigen Unterschied, dass man hier mehrere Prozeduren selber erzeugen soll. Also Scratch soll hier in diesen Tunnel hineinlaufen, von diesen Ausgangspositionen hier dann, dasselbe Programm soll für alle drei Tunnels funktionieren. Und es soll dann den Tunnel dann dementsprechend verlassen und soll dann hier bei einem Fliegenpilz dann zum Halten kommen. Man soll hier dann Bereiche aus dem Bereich der Steuerung verwenden, der Pulschen Ausdrücke, und man soll dann dafür sorgen, dass eben das Programm von allen drei Startpunkten aus dann richtig funktioniert, und für jede dieser Tunnel soll man eine eigene Prozedur schreiben und dann auch verwenden. Das heißt, wenn ich mir hier Cara zum Beispiel als Ausgangssituation nehme und hier das Programm starten würde, gehe ich hinein, läuft dann hier aus dieser rechten Öffnung heraus und kommt dann hier dementsprechend dann beim Fliegenpilz dann zum Stehen. Schauen wir uns das Programm an. Ich habe hier eine Main-Prozedur und habe dann mehrere eigene Prozeduren geschaffen. Hier Sackgasse, links offen, rechts offen. Die werden dann überprüft und danach nach der Überprüfung, ob man sich eben dann hier in einer Sackgasse befindet, ob man rechts offen eine Möglichkeit hat, den Tunnel zu verlassen, oder eben links herauskommt aus einem Tunnel, gehen wir dann einen Schritt weiter. Schauen wir uns das einmal an bei der Sackgasse. Ich habe hier dann diese Prozedur geschaffen. Es geht hier über Anweisungen, neue Prozedur. If Tree Front, das heißt, wenn dann hier ein Baum sich dann davor befindet, dann soll er schauen, ob sich links und rechts dann auch ein Baum befindet. Und wenn das der Fall ist, soll er sich dann zweimal nach links drehen. Das heißt, er dreht sich dann um letztlich in Summe, immer wieder um 90 Grad und rennt dann wieder dann heraus. Das wird diese Sackgassen auf. Und das überprüft er jedes Mal, wenn er eben dann einen Schritt gemacht hat. Ähnliche Lösung ist dann hier für links offen. Wenn man dann hier unten wäre, rennt er in diese Richtung, schaut dann praktisch, ob ein Baum sich davor ihm befindet. Und wenn sich dann links nichts befindet, ist es Not Tree Left, dann dreht er sich um 90 Grad nach links und geht dann dementsprechend hier weiter. Und der Aufruf dieser Prozedur links offen ist dann hier. Und hier haben wir die Prozedur rechts offen. Und da ist er dann Cara hier herinnen und schaut dann letztlich, ob sich wieder ein Baum vor ihm befindet. Und wenn sich rechts kein Baum befindet, dann dreht er sich nach rechts. Die Prozedur rechts offen wieder hier aufgerufen und marschiert dann weiter. Und wie man hier auch schön sehen kann, ist hier im Bereich der Anweisungen, hier sind diese neuen Prozeduren dann noch angeführt worden. Die könnte man dann ja dann sehr einfach dann hereinziehen. Ja, das war die Lösung hier zur 10. Aufgabe.